Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Game-Tutorial von mir. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr einen tollen Werbebanner für eure Homepage erstellen könnt. Dafür öffnen wir erstmal eine neue Datei. Die soll die Größe haben 468x60 Pixel. So, dann haben wir hier erstmal den Hintergrund. Den lassen wir erstmal so und jetzt machen wir mal eine neue transparente Ebene. Wir nennen die einfach mal Kreis Nummer 1. Kreis and Punkt 1. Und es soll eine transparente Ebene sein. So. Dann nehmen wir die elliptische Auswahl. Oder ja, Auswahl. Und ziehen von hier bis ungefähr hier. Da eine Auswahl und ziehen dann noch weiter nach oben, damit genauer ansetzt. So, dann nehmen wir das Farbverlaufswerkzeug und nehmen diese Farbe FF4800. Dann ziehen wir erstmal hier über, einfach mit dem Farbverlauf drüber und Auswahl nichts auswählen. So, so sieht das momentan aus. Jetzt machen wir noch eine Ebene, die nennen wir Kreis Nummer 2 und es ist eine Transparenz. Werte könnt ihr so lassen, Transparenz als okay. Jetzt nehmen wir nochmal die elliptische Auswahl und zieht von ungefähr da bis ungefähr so, bis dahin. Und dann nehmt ihr wieder das Farbverlaufswerkzeug und nehmt einfach die Farbe FF4800 und als zweite, also hier wo momentan noch weiß ist, nehmt ihr FF9000, also FF9000 und zieht wieder mit dem Farbverlauf über. So sieht das jetzt aus. Auswahl, nichts auswählen und schon haben wir zwei Kreise. Jetzt kommen wir zum Hintergrund. Da nehmen wir einfach die FF9000 vor und da nehmen wir dann aus der zweiten Farbe ganz weiß, also FFFFFF und so weiter. Dann ziehen wir ungefähr von hier unten links aus der Ecke bis ungefähr so nach oben. So sieht das ziemlich gut eigentlich aus oder umgekehrt, wie auch immer. Ihr könnt es so machen, wie ihr wollt. Ich ziehe einfach von hier bis da. Es ist schon. Also ich wechsle die Farbe einmal auf diese Gelb, also FFCC00 und mal schauen, wie das aussieht. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Dann nehme ich einfach ein anderes Farbverlauf. Nein, auch nicht so gut. Dann nehme ich einfach einen Kreis. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie so ein Kreisverlaufswerkzeug funktioniert, aber so müsste es eigentlich gehen. So sieht es gut aus. Hoffen wir mal. Oder ich ziehe einfach nochmal so. Ja, so sieht es besser aus, finde ich. Und dann müssen wir nur noch verschönern. Also das sieht irgendwie ein bisschen langweilig aus. Und zwar fangen wir an bei Kreis Nummer 1. Da gehen wir auf Filter, Licht und Schatten, Schlagschatten, Werte bei Versatz X 0, Versatz Y 0, Weichzeichenradius 8, Farbe Schwarz, Deckkraft 80% und Größenänderung nicht zulassen, also diese Section wegmachen. Einfach. Und schon seht ihr, dass es ein bisschen schöner aussieht. Nun gehen wir hier und machen wir nach unten vereinen. So. Dann nehmen wir Kreis Nummer 2 und machen leicht genau das gleiche. Ihr könntet jetzt nochmal Licht und Schatten und dann Schlagschatten, aber einfach hier oben geht auch Schlagschatten wiederholen. So. Jetzt sehen wir wieder, also jetzt machen wir die nochmal nach unten vereinen, damit wir nur drei Ebenen hier brauchen. Und ja, jetzt kommen wir nur noch zum Text. Bei mir wäre es dann in diesem Fall HP Designs. Designs und schließen wir es einfach mal
Und jetzt nur noch in die richtige Position verschieben und ja, und richtige Größe auswählen. So, das wäre gut. Und dann geht ihr auf Hintergrund und bewundert eure Tat. So, das wäre geschafft. Und zwar jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, also dass die Datei abspeichern. Das machen wir unter Speichern, Datei speichern unter. Und ich nenne sie einfach Banach.png. Und ihr könnt es natürlich nennen, wie ihr es wollt, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ja, okay, speichern. Und ja, ich habe es schon mal abgespeichert. Wegen einem anderen, also einem Test. Und zwar, ja, okay. Also das war mein Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen gefunden und es hat euch gefallen. Und ja, also ich muss noch etwas zu meinem kleinen Let's Play sagen. Also GTA San Andreas. Ich werde es erst später online bringen, weil ich es nochmal durchspielen musste. Also ich muss nochmal durchspielen, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ich diese Waffen finden, also wo ich verschiedene Sachen finden kann. Und ja, ich hoffe, ihr werdet noch weitere Videos von mir anschauen und bitte abonniert mich.